Schön, dich hier zu sehen. Ja, danke. Du bist so als Team-Captain da, oder? Ja, genau. Das wachsames Auge. Oh, hallo Mia. Hier, das ist übrigens der Zettel mit den Taktiken. Ja? Was ist denn so eine Taktik? Ja, gewinnen, verlieren. Ja. Müsste dann reichen. Klingt nach dem zweiten Platz, ja, wunderbar. Danke fürs Interview. Zweiter reicht doch, oder was? Ja, reicht zum Weiterkommen auf jeden Fall. Okay. Ja, sonst müssen wir nochmal drüber gehen. Da muss ich mich nochmal einwechseln, glaube ich. Ja, mach nochmal einen Gewinn mehr drauf. Das halte ich für sinnvoller. Ja, Gewinn, verlieren? Ja. Okay. Moin, moin. Ist dein Team vorbereitet? Ja, er ist total fit, hat er gerade gesagt. Er ist übertrieben geschlafen. Die Frisur ist, sitzt auf. Das wird schön. Ja, sehr schön. Hattet ihr Schwierigkeiten, vier Frauen ranzubekommen? Ja? Hattet ihr Schwierigkeiten, vier Frauen ranzubekommen? Ja, und na, ja, wir sind zufrieden. Volunters! Lauf nicht davon, mein Lieber. Ihr seid wieder mit dabei, sehr schön. Selbstverständlich. Habt ihr irgendwas aus dem letzten Jahr gelernt, was ihr dieses Mal vielleicht umsetzt oder ändert? Oder? Noch mehr Spaß haben. Noch mehr Spaß haben. Das ist schön, das hört man gerne. Also, gar nicht so hart den Mega-Competitive-Gedanken, sondern einfach Hauptsache ballern. Ich erinnere mich an das Interview letztes Jahr. Für uns war nur wichtig, Spaß haben und das Beste geben. Und das haben wir, glaube ich, alle. Und ich denke mal, wir sind zwar nicht Sieger der Fitness-Bundesliga, aber Sieger der Herzen. Ja, sehr geil. Genau dasselbe, nur noch mehr Spaß haben. Sehr geil, dann bin ich mal gespannt. Einen wunderschönen guten Morgen. Ja, mir geht's gut. Alter, leck mich am Arsch, war das für eine Fahrt. Alex, aber jetzt in Hamburg angekommen? Ja. Was erwartest du vom Spieltag? Vorletzter Spieltag, das heißt nochmal Gas geben bis zum Ende, nochmal die Athleten wirklich motivieren, anfeuern und euch einen geilen Livestream bieten, oder? Erstes Workout? Habe ich Bock drauf. Seid ihr zufrieden? Ja, auf jeden Fall. Also, war auf jeden Fall anstrengender, als man dachte. So, erstens Snatch ist dann auch so scheiße. Aber ansonsten, ich denke schon, ja. Also, dafür, dass wir so in der Konstellation nicht ganz zusammen geübt haben, sondern die einzelnen Schritte, also Frauen und Männer getrennt. So, mit der wir Zeit, haben hier zwei. Sind wir, glaube ich, gut dabei. Ich habe nur gesehen, dass euer Headcoach aus tiefster Kehle geschrien hat. Ja, ich habe noch. Irgendwie unbewusst im Hinterkopf irgendwo wahrgenommen. aber was genau er da gesagt hat, keine Ahnung. Burpees waren ganz schön. Habt ihr gelitten? Burpees, ne? Was? Habt ihr ganz schön gelitten, ne? Auf jeden Fall. Ja. Aber wir haben das schon einmal durchgespielt und das war genauso eklig. Also. Ich glaube, nur Psychopathen mögen Burpees. Ist echt schlimm. Nehme ich mal weiter aus dem Fenster. Aber, ja. Na, alles andere, ne? Aber Burpees. Okay. Du bist gleich dran? Ja. War auch gerade schon schön. Beste Voraussetzung, du. Und gleich schön und schwer. Schön so. Liften. Wo ist für dich die Schwierigkeit? Die 7 Wiederholungen oder das Hochklimmen? Die letzten 2 Wiederholungen. Okay. Danach, das davor ist entspannt. Das davor ist echt entspannt. Aber sonst wird's eklig. Aber danach ist für mich Schluss. Nö, das ist doch auch entspannt. Da danach nur noch anfeuern. So ist das. Sehen wir uns so einfach auf.
40 Kilo, das war Liga-Rekord. Hätte ich nie gedacht. Oder ja, danke. Sah schön aus. Nee, das ist Liga-Rekord. Ja. Geisteskranke. Sehr schön. Benni, habt ihr gerade beide Liga-Rekorde geholt. Cool. Die 90 und die 145, Alter. Da kommt er, der es gemacht hat. Ja, ich freue mich. Da kann man mal schuld sein. Ehrlich, ne? ehrlich gesagt, haben alle ihre Lifts getroffen. Perfekt. Sehr schön. Genauso wollen wir es machen. Sehr geil. Na, was fuchst hier noch aus? Unsere Synchron Toe to Bars. Wir müssen jetzt klappen. Bisschen üben. Habt ihr noch etwa noch nicht geübt? Nee, nie. Ab und zu mal. Müsst ihr gleich den. Ja, ihr macht den Chipper, ne? Ja. Ah, mein herzliches Beileid, Leute. War echt, also schön mit euch. Was ist eure Strategie gleich? Ballern. Also ich hoffe mir seit 6 Spieltagen, dass irgendwann mal irgendwas richtig Geiles sagen. Nee, alle wollen nur so, ja, ballern. Alle wollen sich gewählt ausdrücken, aber eigentlich ist es so, ne? Du musst gleich ran? Ich muss gleich ran, ja. Was ist die Herangehensweise? Ruhig. Nicht überpacen. Das ist doch mal eine Aussage. Alle anderen hier immer nur ballern. Nee, nicht überpacen. Nachher die Toast-to-Bars sind, glaube ich, nachher der Schlüsselpunkt. Wenn du da nachher zu schnell rangehst, ist nachher kostet mehr Zeit. Deswegen. Ja, das ist doch mal eine Aussage. Deswegen ganz ruhig und konzentriert rangehen. Sehr geil. Und das macht das ganze Team ist da auch drauf gepolt? Nicht alle. Okay. Aber jeder hat seine Herangehensweise. Okay. Aber das ist ja scheiße, wenn sich dann jemand überpaced und. Deswegen immer ein Team, deswegen so ein bisschen so immer aufpassen auf die anderen. Okay. Moritz, was gönnt man sich denn? Da musst du jetzt gleich randö, ne? Du machst das letzte nochmal. Da sehe ich die Muscle-Ups machen, oder? Ja, nee. Chest to Bar. Hör auf. Ich kann keine Muscle-Ups, muss ich noch üben. Komm, hör auf, du machst ich die Muscle-Ups. Ich kann nur einzelne. Gut, okay, das ist jetzt enttäuschend, aber was... Aber sag ich keinem, Digga, ja? Naja, nee, sag ich schon keinem, keine Sorge, das hast du mir jetzt getan. Was gönnt man sich so in der Pause? Ein bisschen Obst, bisschen Haferflocken. Veganer Hafermilch. Und das kann ich nicht verraten, weil sonst würde Pit Ressler von Förde Crossfit Anzeige ist raus, Digga. Verstehst du das? Hashtag Werbung. Förde Crossfit. So, und steht es klar auf 1, dann auf 2, 3, 4, 5. Bei den 40ern, bei dem Chipper steht es halt auf der 40. Ein letztes Wort und danach zeige ich das Workout. Habt Spaß. Was war los? Also, Double anders, will keiner können. Toast to Bar sind auch nicht so geil. Also, das will man gar nicht können. Pauli. Danke, Coach. Ihr sah sehr souverän aus beim Durchlauf. Ja? Also bei allen anderen war es halt echt ein ziemliches Leiden. Jost haben wir verbraucht. Hinten ist durch, ja? Nee, bei euch war das ein schönes Ding, ja. Also. Spaß gemacht. Ja. Spaß gemacht. Glaubt ihr, woran hat es gelegen? An der Competition-Erfahrung, oder? Woran hattet ihr gelegen? Woran hattet ihr gelegen? Ja, ja, ja.
Location. Und Mel, ihr habt weitergezogen, habt nicht so ein bisschen auf dich geachtet oder seid ihr einfach ein bisschen zu schnell auf dicht gewesen? Aber du bist nur zweimal runtergezogen. Zweimal in die Knie nur, ne? Also. Zweimal in die Knie, sonst eigentlich nach jeder Rap. Eigentlich ganz gut gemacht. Lernkurve ist da. Ja, Stimme ist weg. Ist ein gutes Zeichen. Ja, ist gut gebrüllt, ja. Ist ein gutes Zeichen. Aber Plan voll und ganz aufgegangen. Ihr seid gut durchgekommen. Ja, schon. Das war so das einzige Workout, bei dem schon gut zur Sache geht. Und weil wir so viele große Leute haben, ist das halt vom Versatz bei den Partner-Deadlifts scheiße für den Mann. Ist hart. Okay. Aber das haben wir eigentlich ganz gut hingekriegt. Sehr geil. Ja, ein Ding noch. Eins noch. Aber nicht für mich. Nicht für dich? Nicht für mich. Du Glückspilz, du bist Da gehen wir nochmal steil, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen, ja. Bist du immer noch froh, dass du den Job hattest? Ja. Echt? Alles gut. Warte mal, ich bin auch noch froh, dass ich den Job hatte. Das hätte, was du hattest, wäre ich voll gestorben. Aber in welcher Zeit habt ihr das geübt? 10 Minuten, ne? Meinst du doch? Ja, wir hatten es in 11.30 geschafft. Haben wir jetzt nicht. War schon bei uns auf der Tour? 13 oder so? Ist vorbei. Matze. Wo bist du denn? War hart, ja? Brutal. Also Toast, was war das? Toast war das Schlimmste, oder? Ja, Foto machen, ja. Synchron zu bleiben unter Ermüdung, ist gar nicht so einfach. Ja, waren am Ende dann nur noch Singles hier rocken konnte, ne? Ja. Okay. Mehr war leider nicht drin. War nicht eure Lieblingsaufgabe, oder? Ich fand das voll geil. Ja, wobei, stimmt, als ich dich gesehen habe, du hast doch immer noch gut motiviert gebrüllt bei den Toast zu Bar. Also. Ja. Meine Partnerin ein bisschen anspornen, das ist ja... Ja, das gehört dazu, oder? Ein bisschen übertrieben am Anfang. Ich hab sie ein bisschen getriezt am Anfang, das war ein bisschen zu schnell, aber solide Performance. Trotzdem gut durchgekommen, also, auf jeden Fall. Immer ein Timecap ist immer schön, ne? Ja, haben es ja nicht viele geschafft. Nee, das stimmt, heute ist nicht so das Lieblingsworkout hier heute. Okay. Du machst den Teamchef, den... Genau. Ich bin der Headcoach von Boston Hammerbrook. Wir haben ein sehr gutes Team zusammengestellt und ich bin echt happy, wie es performt. Vor allem, weil wir wirklich ein Team haben, was nur aus Mitgliedern besteht. Das ist geil. Das ist halt wirklich gut, wo wir auch die Tiefe in der Box haben. Auf jeden Fall. Ihr seid im Timecap durchgekommen als genau. Von wenigen Mannschaften heute. Genau. Und jetzt kommt es halt beim letzten Workout drauf an, Platz 2 oder 3 oder eventuell halt auch Gleichstand. Was passiert dann? Oh, das ist eine gute Frage, ja. Muss nochmal Nico fragen. Vielleicht ja. Ey, Pauli wurde eben echt lang gemacht, ja, im letzten Workout. Ja, ich hab die richtig lang gemacht. Wir waren da vorne in der Kabine, ich hab die alle zusammengeschissen, aber Vollgas. Das hoffe ich auch. Richtig. Das ist eine erbärmliche Leistung von euch. Besonders er hier. Da solltest du dich wirklich schämen. Du hast gar nicht mitgemacht, oder? Du hast gar nicht mitgemacht beim Workout 4, oder? Ja, dann als recht. Also was ist denn das für eine Leistung? Einfach daneben stehen und zugucken und dann noch klatschen, ey. Ja, fand ich schwach, ne? Er hat auch irgendwann abgesetzt bei den Chess-Bars. Das war echt armselig. Oh, letzte Woche noch 8 Tonnen ziehen. Und jetzt hier auf einmal. Das ist krass. Ja, ist halt Strongman, ne? Ja, das erwartest du. Also, würde sagen, ja, also schon enttäuscht. Ja, also schon enttäuscht und ich glaube, wir treten auch im Finale nicht an. Würde ich auch nicht machen. Also, ganz ehrlich, 4 Siege oder gar nichts. Ja, finde ich cool, die Einstellung. Na gut, ja, danke. Also danke für das Statement, mach ich. Nochmal ein Shoutout zu Schagel und so. Also hätten wir Schagel natürlich hier gehabt, dann wäre das natürlich anders ausgelaufen. Hier, ne? Hier gehabt, wäre alles okay gewesen. Ja, ist echt so, oder? Der Heilbutt hätte alles geklärt. Der Heilbutt. Schnell Statement.
anstelles Wort. Herr Fiebig, bitte. Anstelles Wort. Schnell. Team St. Pauli, Cross, ja. St. Pauli Athletik. Ja, geil. Ja, genau so.